Servus Freunde, mein Name ist Christian Tadic, professioneller Fitness-, Gesundheits-, Lifestyle-Coach. Hass auf Menschen, vielleicht kannst du es einfach nicht begreifen manchmal und du fragst dich, wie dumm eigentlich die Menschen bloß sein können. Wie dumm kann ein Mensch bloß sein? Wie dumm kann die Gesellschaft sein? Und vielleicht spürst du eine große Verachtung gegenüber Menschen. Und ich will jetzt in dem Video mal der ganzen Sache auf den Grund gehen und dir meine Perspektive dazu mitteilen. Weil ich das immer wieder auch in den sozialen Medien lese, dass so eine große Verachtung von Menschen gegenüber anderen Menschen und wir die Menschheit als großes Problem sehen, als so etwas wie ein Krebsgeschwür hier auf der Erde. Und wenn es keine Menschen gäbe, dann würde alles viel besser sein. Und vor allen Dingen, wenn die anderen Menschen vor allen Dingen, man selbst ist ja einer von den Guten, aus Sicht vieler auch gerade spiritueller Menschen, man selbst ist einer von den Guten und alle anderen, oder viele andere, sind verblendet, nicht aufgewacht, böse Fleischesser vielleicht sogar noch, ganz böse Narzissten, Psychopathen und leben auf einer total niedrigen Bewusstseinsstufe. Also ich persönlich bezeichne mich als Humanisten. Ich persönlich, aber komme ich dazu später. Ich möchte dir jetzt eine Sache sagen. Wenn du große Wut empfindest, Verachtung gegenüber Menschen, ja, dann kann ich das auf einer Seite sehr gut verstehen. Denn auf diesem Planeten finden viele Dinge statt, die sehr schlecht sind für die Umwelt, für die Natur. Aber ich möchte zwei Zitate aus der Bibel, ne, dir mitgeben. Und nicht, weil ich besonders religiös bin, sondern einfach, weil ich glaube, dass verschiedene Religionen einen besonderen Ursprung haben und dass es eine Urlehre gibt und dass alle Religionen uns eigentlich auf eine Sache hinweisen sollen. Aber diese beiden Zitate aus der Bibel möchte ich dir mitgeben. Und zwar, es ist Nummer eins, der Tore läuft durch die Straßen und hält alle anderen für Tore. Und das zweite Zitat lautet: Es ist leichter, dem Splitter im Auge eines anderen zu sehen, als den Balken im eigenen Auge. Es ist leichter, den Splitter im Auge eines anderen zu sehen, als den Balken im eigenen Auge. Wenn du eine große Wut hast auf Menschen, das heißt, du bist draußen unterwegs und empfindest einfach eine Verachtung gegenüber Menschen, dann liegt es daran, schlicht daran, dass du blockiert bist. Es ist eine Sache, über das wütend zu sein, was hier auf der Erde passiert. Aber es ist eine andere Sache, einfach wütend und Verachtung für Menschen zu haben, im Allgemeinen. Und dich für was Besseres zu halten. Das heißt, du bist blockiert. Du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist.
Und sicherlich hattest du schon mal Momente in deinem Leben, vielleicht an einem schönen Sommertag mit guten Freunden am Meer, als du verliebt warst. Und in diesen Momenten, als es dir sehr gut ging, hast du alle Menschen geliebt. Hast du eine große Liebe empfunden, auch ein großes Mitgefühl für Menschen, die vielleicht nicht auf dem richtigen Weg sind oder die scheinbar ein niederes Bewusstsein haben oder sich selbst schaden, anstatt Verachtung zu empfinden für zum Beispiel den Alkoholiker oder Junkie, hast du Mitgefühl empfunden, da du das Muster dahinter erkannt hast. Und alles, was hier auf der Erde passiert, ja, egal ob es der Junkie ist, der in der Telefonzelle das 10. Blech raucht, ob es der Gewalttäter ist, der den Junkie verprügelt, ob es die korrupten Politiker sind, die der Pharmaindustrie und den Medien zu Kreuze kriechen. All das ist in mir und das ist in dir. Diese Dinge sind Spiegel in einer verstärkten Form. Ja? Das heißt, vielleicht bist du kein Junkie, der 10 Bleche am Tag raucht oder der sich die Heroinspritze reinzieht oder Polytoxoman ist, aber dieses Muster ist in dir und vielleicht greifst du genau, bei dir ist es keine Spritze, aber vielleicht ist es dein Smartphone, nach dem du greifst, ständig, immer wieder. Die Gummibärtüte, Schokolade, die Pfannkuchen, die Pornos. Ja, und das machst du nach dem gleichen Muster. Du lenkst dich ab, weil du dich betäuben möchtest. All das, was du im Außen siehst, ist ein Teil von dir. All das, was im Außen siehst, ist im Innen. Ist in deinem Inneren, nur in verstärkter Form. Und im Moment sehen wir so eine so starke Spaltung in unserer Gesellschaft. Eine Art Schizophrenie. Ja, auch dass Menschen auf der einen Seite predigen sie den Umweltschutz, auf der anderen Seite fahren Sie einen Porsche Cayenne und der 45 Liter auf 100 Kilometer braucht und benutzen so viele chemische Produkte. Ja, und wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, für die Schönheit, chemische Produkte zu benutzen, schmier dir nur das auf die Haut, was du auch essen kannst. Alles andere ist Gift. So. Und ja, da ist diese Spaltung, diese Schizophrenie. Und diese Schizophrenie, die ist auch in jedem Einzelnen von uns, zumindest wirklich in den meisten. Das heißt, auf der einen Seite sehnen Menschen sich danach, gewisse Dinge zu tun, nach etwas auszugreifen, das ihnen Lust verschafft. Ja? Nach Liebe auszugreifen, mit offenen Händen auf jemanden zuzugehen, mit offenem Herzen. Oder endlich das Business voranzutreiben, was sie sich vorgenommen haben, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Oder eigentlich haben sie sich vorgenommen, sich gesund zu ernähren, aufzuhören zu rauchen. Und trotzdem ziehen sie sich immer wieder die Donuts rein und rauchen an der Zigarette, gucken immer wieder aufs Smartphone,
verschwenden ihre Zeit. Und das zeigt den Spiegel, also die Spaltung, die innere Schizophrenie, die in den Menschen vorherrscht, die Neurose, die Massenerkrankung unserer Gesellschaft. Und diese Spaltung, innere, dieses Unfähigsein, das zu tun, was dir dein höchstes Selbst eigentlich sagt, von dem du eigentlich verstanden hast, dass es richtig ist. Du weißt ganz genau, dass du dich gesund ernähren solltest. Du weißt ganz genau, dass du verliebt bist in deinen Nachbarn oder in die süße Frau, die du immer im Supermarkt siehst, die Kassiererin. Und trotzdem gehst du immer wieder an ihr vorbei. Und diese Spaltung, diese Neurose, das ist die Massenerkrankung unserer Gesellschaft. Und die führt zu Wut, ja? Wenn dein Solarplexusbereich blockiert ist, dein Bauch blockiert ist, dein Wurzelchakra blockiert ist, vor allen Dingen diese drei Chakren, dann empfindest du große Wut, große Hass, große Verachtung. Ja, entweder gegenüber dir selbst oder gegenüber anderen. Und solche Menschen, die innerlich so gespalten sind und die nicht trauen, sich nicht trauen, auf ihren Impulsen zu trauen, die nicht das leben, wozu sie hier auf die Erde gekommen sind, die sammeln weiter schlechtes Karma an. Muss man gar nicht so esoterisch sehen. Aber diese Menschen neigen nun mal dann zu Kompensationshandlungen. Anstatt guten Sex zu haben, ordentlich zu vögeln, ja, und Liebe rauszugeben, ist es bei ihnen so, dass sie zur Flasche neigen, zum Essen neigen, zu Zigaretten neigen, anstatt ihr Business durchzuziehen, bleiben sie weiter in einem beschissenen Job. Und all das sind ja Kompensationsmechanismen und Kompromisse. Und die sind schlecht für dich. Und damit erzeugst du schlechtes Karma. Schlechte Ursache und Wirkung. Ja? Karma, Ursache und Wirkung, mehr nicht. Und wir erzeugen damit ein schlechtes gesellschaftliches Weltkarma, wenn man so möchte, denn all diese unzufriedenen Menschen, die sind so wie Zeitbomben, tickende Zeitbomben. Und wenn die Zeit dann gekommen ist, dann macht sich das in Stechschritt und Faschismus und breit. Denn diese Menschen, die suchen, da sie sich selbst nicht trauen, brauchen die immer einen Daddy. Und deswegen sind solche Menschen wie Ernährungsratgeber oder Bücher wie Ernährungsratgeber so populär. Die Leute brauchen etwas von außen, einen Daddy, der ihnen sagt, was sie tun und lassen müssen sollen, sondern die trauen nicht ihrem Körper, ihrem Hungergefühl, ja, und fragen sich nicht selbst, hey, dieses Lebensmittel, möchte ich das gerade wirklich oder sagt mir mein Körper irgendwo, nee. Ja, und guck mal, schmeckt mir das wirklich, was ich da esse? Wirklich? Ja, und da zeigt sich wirklich diese Spaltung, die innere Spaltung. Und da wir verlernt haben, auf uns selbst zu hören, suchen wir nach dem Außen, im Außen, nach Ratschlägen. Und es gibt tausende von Ratgebern über so viele verschiedene Ernährungssysteme und wir sind wahrscheinlich in der eine der krankesten Generationen und Gesellschaften, die Erde je gesehen hat. Ja, jeder Zweite stirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, jeder Dritte an Krebs. Die dritthäufigste Todesursache in den USA sowie Deutschland ist ärztliche Behandlung. Von den ganzen anderen Sachen wie Autismus, Demenz,
uneindeutige Geschlechtsmerkmale, die stark zunehmen mit dem Gebrauch von Pestiziden und so, müssen wir ja gar nicht reden. Genau. Wenn du es schaffst, das zu leben, was in dir ist, ja, wenn du es deinen Impulsen folgst, wenn du deinen Impulsen folgst, nach dem ausgreifst, was dir Lust verschafft, wenn du das lebst, wozu du hier auf die Welt gekommen bist und Liebe gibst, Fülle gibst, deine Großartigkeit in die Welt trägst, aufhörst, Scheiße zu konsumieren, die dieser Welt und dir nicht gut tut, dann wird es dir gut tun. Und so ein Mensch wird ein Humanist sein. So ein Mensch wird Liebe für andere Menschen empfinden. Wir Menschen sind nicht das Problem. Wir sind keine Parasiten, ja, die man irgendwie... wir müssen nicht die Hälfte der Menschheit eliminieren. Nein, das ist, kommt vom Kopf. Dieses Denken kommt vom Kopf aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Das ist eine rationalisierte Denkweise des 19. Jahrhunderts. Und es ist ein gottloses Bild, ohne Herz. Und genau dieses gottlose, rationale Bild, das haben die herrschende Elite, hat genau das. Das dreckige, kleine Volk da unten. Wir sind, das Volk war der Elite schon immer nichts wert. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, deine Blockaden zu lösen, auch dein Herz zu spüren, ein Humanist zu sein, an den Menschen zu glauben, an dich zu glauben, an das Gute im Menschen zu glauben. Ich glaube an das Gute in dich. Ich weiß, dass das Gute in dir ist, in uns allen ist. Und wenn du dich mal mit jemandem unterhältst, ja, dann ist es so, dass das Gute da ist und dass die Menschen oft einfach nur verletzte kleine Kinder sind, die wütend sind, blockiert sind. Und sobald sie diese Blockaden einmal lösen, dann können sie das Leben leben, das sie leben wollen, und dann werden sie auch Zufriedenheit erfahren. Ich danke dir so viel fürs Zuhören, für deine Zeit, Aufmerksamkeit. Abonniere gerne meinen Kanal. Gib mir einen Daumen hoch, schreib mir was in die Kommentare, wie siehst du das Ganze? Bis bald.